Konsum Dresden EG unterscheidet sich von klassischen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen dadurch, dass hier Mitglieder mitentscheiden und genossenschaftlich mitwirken bei der Ausrichtung auf die Kunden, aber auch auf die Nachhaltigkeit und damit die Zukunftsfähigkeit in ihrem Sinne fördern und nicht rein nach monetären Aspekten handeln. Das Miteinander etwas zu schaffen, was der Einzelne so nicht leisten kann, und in demokratischen Verhältnissen zu entscheiden und etwas nach vorne zu bewegen, nachhaltig nach vorne und auf die Zukunft auszurichten. Das genossenschaftliche Miteinander bei uns ist besonders spürbar natürlich in den Gremien. Wir haben eine sehr aktive Vertreterversammlung, wir haben ein enges Vertrauensverhältnis zu unserem Aufsichtsrat. Wir sind da sehr auf Demokratie bedacht. 22.000 Mitglieder, 800 Mitarbeiter. Und daraus schöpft die Konsum Dresden EG ihre Kraft und macht die Genossenschaftsidee auch so attraktiv. Als Genossenschaftsverband, Verband der Regionen, sind wir ganz genauso wie die Konsum Dresden EG der Region verbunden. Und wir unterstützen die Genossenschaft nicht nur durch unsere Prüfungsleistung, sondern auch als Sparringspartner bei ihren Herausforderungen, aber halt eben auch ganz klar mit einem Bezug auf die Nachhaltigkeit. Wir haben beim Genossenschaftsverband immer ein offenes Ohr gefunden. Wir haben vor kurzem einen Workshop mit dem Genossenschaftsverband gemacht, mit unseren jungen Leuten, mit unseren Azubis, wo wir ganz einfach auch gemeinsam ein Stück uns dieses Feld Instagram erschlossen haben. Man lernt voneinander, man erkennt auch neue Schwerpunkte und bringt auch gegenseitig neue Ideen ein. Das bringt uns voran und da ist die genossenschaftliche Basis mit dem Genossenschaftsverband eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Von den genossenschaftlichen Werten würde ich die Wahrnehmung der Mitverantwortung hervorheben wollen. Sich nicht nur für sich selbst zu interessieren, sondern auch für die Gesellschaft, für die Kollegen, für die Mitunternehmer, ist, finde ich, völlig auf der Höhe der Zeit.